Sie ist vorbei mit der Karriere. Oder hat es bei Ihnen irgendwie geklingelt in den letzten Jahren, wenn Sie diesen Namen hörten, liebe Zuschauer? Die rauchige Stimme mit dem Herzschmerz, It's a Heartache, hatte sich ausgeraucht und Bonnie mit Göttergatten auf ihrem Schloss in Wales verkrochen. Aber von wegen. Erstens gibt's eine neue CD, zweitens Ende April eine Deutschlandtour. Na, und drittens war mein Kollege Ralf bei ihr im Schlosswohnzimmer. Waliserin ist sie, eine waschechte und obendrein stolz darauf, hier geboren und ihrer Heimat immer treu geblieben zu sein. Bonnie mit bürgerlichen Namen Gaynor liebt diesen Strand nicht weit von Swansea in Südwales. Als kleines Mädchen bin ich oft hierher gekommen. Mit meiner Mutter, meinem Vater, meiner Großmutter, ja, mit der ganzen Familie. Dann aßen wir hier Sandwiches, natürlich immer mit viel Sand drinnen und manche total matschig. Wir konnten baden und es waren einfach wundervolle Familienausflüge. Sie liebt das raue Klima, erzählt sie uns, und die schroffe Küste. Genau der richtige Ort, um immer wieder Kraft zu tanken. Auch für ihr neues Album Heartstrings, eine Sammlung von Rockklassikern, neu arrangiert mit dem kratzigen Tyler Timbre. Bonnies Traumhaus, eine ziemlich einzigartige Mischung aus Dallas, Denver und walisischem Schnickschnack. Allerdings reist sie auch gerne die 52-jährige einstige Supermarktkassiererin, die nun schon fast 3 Jahrzehnte im Musikgeschäft ist. Es sind schon fast 28 Jahre. Mein Gott, so alt bin ich doch noch gar nicht. Ich bin immer noch sehr gerne im Musikgeschäft. Ich liebe es, obwohl ich nie Popstar werden wollte. Ich bin Sängerin geworden, weil ich auf die Bühne wollte. Einkaufen in The Mumbles, einem jener wundervoll verschlafenen walisischen Nester. Hier hat Bonnie Tyler Wurzeln geschlagen, keine 10 Meilen von ihrem Geburtsort entfernt. Von hier stammt auch Catherine Zeta-Jones, die sie gut kennt, die aber nur selten hier ist. Dafür kennen Bonnie, oder besser Gaynor, hier alle. Und dann gehen wir auch noch oben auf das kleine Castle, hoch über The Mumbles. Und Bonnie kommt ins Schwärmen über ihr deutsches Publikum. Das Publikum in Deutschland ist einfach wunderbar. Die singen immer alle mit mir zusammen. Durch ihr privates und manchmal sehr anstrengendes musikalisches Leben begleitet sie ihr Mann Robert. Auch er stammt aus der Gegend und ist mit dabei, wenn sie unterwegs ist. Das Musikgeschäft ist sehr schwierig. Ich glaube, man muss wirklich zusammenbleiben. Es macht doch keinen Sinn, dass ich hier in Swansea sitze und Bonnie ist etwa in Deutschland. Wir haben das ja mal eine Weile getan. Nein, es ist wichtig, füreinander da zu sein. Nur das zählt wirklich. Das ist doch nichts, wenn man irgendwo an einen schönen Platz auf dieser Erde fährt und man kommt zurück ins Hotel und ist allein. On my own. I was lost in sentimentaler Typ, diese Bonnie Tyler, und ihre Musik ist es auch. Das ist es wohl, was sie so liebenswert macht. Aber ein Kind von Traurigkeit, das war sie nie. Unvergessen die Zeiten, als sie mit Lost in France auch in Deutschland ganz oben war in den Charts.
Aber sie hat nie heruntergeschaut auf andere Menschen oder auf ihre Fans, trotz aller Preise und Auszeichnungen. Sie ist fröhlich geblieben und sie ist glücklich, sagt sie, und man glaubt es ihr. Übrigens, Bonnie Tyler und ihr Mann Robert, eine Bilderbuchgeschichte, die ich Ihnen noch ganz kurz erzählen möchte. Mit 17 hatte sie ihn kennengelernt, als sie noch Verkäuferin war und mit ihrer Band durch walisische Clubs tingelte. Seit 35 Jahren sind die beiden jetzt ein Paar, durch sämtliche Karrierehöhen und Tiefen gemeinsam gegangen. Sehen Sie, es gibt auch treue Seelen im Musikgeschäft. Die Robert und Familienvater Olive. Bonnie Tyler, RTL Megastars, Best of Music, Best of Stars. Bonnie Tyler zu Gast in Wien. Mit einem neuen Album namens Heartstrings meldet sich die 80er-Jahre-Ikone zurück. Wir treffen sie im Palais Schwarzenberg zum Interview. Das ist ein Traum. Um hier einmal tanzen zu können, würde ich sogar noch einmal heiraten, allerdings denselben Mann. Heartstrings hat sie mit den Prager Philharmonikern eingespielt. Privat liebt sie es mitunter weniger klassisch. Unlängst habe ich mir das Eminem-Album gekauft. Das ist ein sehr talentierter Knabe. Obwohl, wenn er hört, dass Bonnie Tyler seine Musik mag, ändert er sie bestimmt oder erschießt sich sogar. Das aktuelle Revival der 80er Jahre ist ihr hingegen ein wenig suspekt. Denkt sie doch nur ungern an ihr damaliges Aussehen zurück. Oh mein Gott, meine Haare, erinnern Sie sich? Leute, die mich heute kennenlernen, sagen immer, wir dachten, sie seien viel größer. Dann sage ich, ja, ich bin nur 1,60 Meter. Hoch waren nur die Haare und die Ohrringe und die Schulterpolster. Im Juni werde ich 52. Das sieht man Ihnen nicht wirklich an. Naja, alles eine Frage von Botox-Injektionen. Alle 4 Monate. Früher alle 6 Monate, aber die Abstände werden kürzer. Hier in der Stirn habe ich sie und ein bisschen auch bei den Augen. Ich nenne das Betriebskosten. Stress hat sie, wie sie selber sagt, auch nicht wirklich. Dazu einen wunderbaren Ehemann und das seit 30 Jahren. Übermorgen treffen wir uns an der Algarve auf meinem wunderschönen Boot, das er mir gekauft hat. Eine 17 Meter lange Motorjacht, sehr großzügig von ihm. Aber ich habe ihm einen Bentley gekauft. Das ist doch ein fairer Tausch, nicht wahr?